Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Tablet Beyond. Wir sprechen heute über Sprague Open, weil der liebe Tom hat da gespielt. Und das seht ihr nach dem Intro. Table and Beyond wird unterstützt vom Taschengelddieb, dein Miniaturenhändler. Kauf bei Taschengelddieb. Table and Beyond wird unterstützt vom PK Pro, deinem Hobbybaumarkt. Kauf bei PK Pro. So, der Tom war jetzt am Wochenende auf dem Turnier. Auf einer Kulturreise. Auf einer Kulturreise, auf dem Prague Open ITC-Turnier war das, oder? Ist das ein, na, kein GT, ist kein, also ITC ist kein GT. Doch, ist ein GT. Ist ein GT? Echt? Okay. GT, was ist das dann? Nord. GT Ost. GT Ost, Süd, West. Sehr großes Turnier. Da bist du jetzt die letzten Jahre immer wieder mal hingefahren, gell? Im letzten Jahr Ja, nicht. ich glaube, ich habe ein Jahr Pause gemacht. Kinderpause. Ja, ich glaube, ein Jahr Pause. Was war das erste? War 17, glaube ich. 2017, glaube Ja, ich, wenn war das das erste. 17, 18, genau, da habe ich 19 Pause gemacht und jetzt wieder 20. letztes Jahr im Februar ist ja genau dein Nachwuchs gekommen. Genau. Und das ist ja immer so um die Zeit. Februar. Auf jeden Fall, der Tom war da, ich war nicht da, weil ich habe ja, bin ja nicht so der Fan von so großen Zweitagesturnieren und das ging ja da 2 Tage. Ja. Und 2000 Punkte. Ich bin ja tatsächlich lieber so ein kleiner Turnierspieler, so ein Tag mit maximal 1500 Punkte, eher weniger, 850 bis 1000. Das ist so meine Turniergröße, das macht mir mehr Spaß. Weil wenn ich ein 2000-Punkte-Spiel spiele und am Anfang schon merke, dass ich total abkack, habe ich keinen Bock mehr auf den Scheiß. Gut, und da sprechen wir jetzt ein bisschen über das GT, das heißt, ich werde dich bloß ein bisschen ausfragen und du bekommst jetzt dann auch gleich deine Redezeit. Und ich würde mal sagen, GT Süd, ganz grob erklärt nochmal, was ist das für die, die es nicht wissen vielleicht? Also, ich glaube, das ist historisch bedingt, weil das Prague Open von der TTM, also von den Tabletop Masters, das ist jetzt so diese deutsche 40K-Liga, bevor es noch keinen aus Billiger gab, gibt es ja vier Major-Turniere oder große Turniere, die sogenannten GTs, also ein Nord, Ost, Süd und West. Also die Grand Tournaments sind es Genau, Grand quasi. Tournaments. Damit, wenn man das gewinnt, tut man sich automatisch fürs Finale dann auch qualifizieren. Also, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das dieses Jahr auch tatsächlich so war. Ich Wir sind glaube mal tatsächlich momentan so turniertechnisch nicht so auf dem neuesten Stand beide, Also gell? bis jetzt war es immer so, da ich nicht um den ersten Platz spiele, weiß Habe ich ich jetzt eigentlich wieder das GT Süd gesagt? Ich bin immer auf GT Süd. Das GT Süd ist ja in Blumberg bei mir jedes Jahr. Dieses Jahr, richtig, dieses Jahr kommt es zu uns, Nähe Bist du da Landshut. waren? Nee. Na, weiß ich nicht. Aber dann machen wir jetzt gleich nochmal, wenn wir dabei sind, Werbung. Wir wissen es jetzt noch nicht. Ich gucke mal, wenn es schon online ist, dann werde ich es vielleicht in der Videobeschreibung verlinken auf die T3-Seite. GT Süd in Blumberg, das ist ganz bei uns in der Nähe. Du wirst bestimmt spielen dort, oder? Denke ich Ja, mal. auf alle Ich Fälle. werde wahrscheinlich nicht mitspielen, weil mir das zu groß ist, aber vielleicht fahre ich mal vorbei und schaue tagsüber mal vorbei und guck mal ein bisschen zum Quatschen und so. Ist ja auch 2 Tage. Ja, 2 Tage, 5 Spiele, Genau. 2000 Punkte. Die Frage, welche Missionsdesign was man spielen, weil geht ja nach den neuen Saisonregeln und TTM hat ja jetzt ihre Formatregeln aufgemacht für alles. Das heißt, theoretisch kann ein. Nein, stopp, außer für die GTs. Für die GTs ist immer noch vorgegeben, was gespielt wird. GTs, ja genau. Genau, wir haben das GT Süd. Wir waren ja bis jetzt in Dachau beim Hammer und Schild. Das ist der Club, der das gehostet hat in Dachau. Der Club ist aber von München, muss man immer dazu sagen, sonst wären es München nicht. genau, und kommt dieses Mal zu uns nach Blumberg, bei mir hier, genau, Adelkofen. Adelkofen, Nähe von Landshut. Wenn man mal auch Richtung München runter, oder? Wenn man Ja, für die Stunde von. Asbeliker, na, schmal nicht Asbeliker, für die Target Priority Zipfen, die sie immer nicht auskennen. Na, schmal, schöne Grüße. Es ist quasi hier das Blumberg ist quasi drunter halb der Donau. Stunde von München weg, die Isar flussabwärts. Genau, falls ihr uns sucht.
kommt dran, wenn ihr uns sucht. Ihr genau. Könnt praktisch in München in die Isar einsteigen und in Landshut wieder aus. Genau. Ja, und genau, jetzt warst du eben in Prag. Das sind auch quasi 2000-Punkte-Spiele. Genau. 5 Spiele quasi auf 2 Tage verteilt. Genau, richtig. Erstmal 3 und erstmal 2. Also erstens ist das mit Prag eine super Sache, weil man kann eine sehr schöne Reise in eine sehr schöne Stadt verbinden mit einem Warhammer-Turnier. Das finde ich fantastisch. Und Prag ist nicht weit weg von uns. Tatsächlich sind für uns mit dem Auto 3,5 Stunden. Ansonsten kann ich auch in Landshut den Zug einsteigen. Wir sind tatsächlich mit dem Auto gefahren, weil wir zu zweit waren. Sonst fahre ich immer mit dem Zug. Das ist super cool. Steige in Landshut ein und in Prag aus. Du hast tatsächlich noch einen Späsel mit dabei gehabt, der jetzt tatsächlich ganz spontan wieder zurückgekommen ist. Das war immer der jetzt lang aufgehört hat. Der liebe, darf man schon sagen, glaube ich, gell? Liebe der mit unseren Dark Elder. Genau, den gehören quasi die Dark Elder Armee, die wir haben. Genau. Genau, weil die Grand Knights zurück sind, aber sie denkt, cool, die habe ich eh daheim. Gut, dann kommen wir mal. Das haben sie übrigens mehrere gedacht. Was war denn deine Armee grob, deine Armeeliste? Also wir posten die Liste jetzt hier nicht direkt. Wenn du mal Lust und Zeit hast, kannst du sie in den Kommentar reinposten, wenn du Bock hast, die nicht. Aber mal grob, was hast du dabei? Ich habe Chaos gespielt. Mhm. Eine ziemliche Mischmasch-Armee mit einer Fake-Possessed-Bomb. Mhm. Das war der Trick an der Armee, also ein großes Alpha-Legion-Kontingent und die Possess-Bomb ist ja momentan so das Wow-Ding bei den Chaos, solange man nicht gegen die Granite spielt, das ist ziemlich scheiße. Da verwelken die Modelle vor der gegnerischen Armee. Ansonsten, genau, ich spiele aber praktisch die Fake-Version, meine Possess sind nur Schein. Ich habe ein bisschen Buffs dafür dabei, also 15 Mann Possess. Die mit Alpha Legion ja 9 Zoll nach vorne laufen und ich vor dem Spiel nur umstellen kann. Also ich kann 3 Einheiten umstellen und ich kann ja dann verschieden viele Einheiten noch 9 Zoll nach vorne schieben. Also ich kann viel hin und her stellen. Das ist für den Gegner sehr schwierig einzuschätzen und ich kann mir auch sehr viel einstellen. Dann habe ich noch dabei einmal Havocs mit 4 Chain Cannons. Das sind ja diese 8 Schuss schwere Bolter mal 4, also 32 Schuss. Mhm. Und einmal 3 Obliterators, Mark of Nurgle, einfach nur Nurgle, das haben mich ganz viele gefragt, warum Nurgle und nicht Slaanesh? Ganz einfach, weil die Havocs schon Slaanesh sind und wenn die runterkommen, habe ich keine CPs mehr, um die nochmal zum Schießen zu lassen. Deshalb Nurgle, damit die dann haltbarer sind. Und 16 Kornberserker. Okay. Mit voller Ausstattung, also Axt und Schwert, dann das Banner für den Charge wiederholen und der Chef hat sogar eine E-Faust. Die ziemlich scheiße ist. Genau, und das ist ein Bataillon, dann habe ich natürlich 30 Kultisten dabei und das zweite Bataillon sind noch mehr 30 Kultisten, das ist dann Night Lords mit 10 Warpkrallen, 2x5 Raptoren mit Plasma, ein Chef mit Krallen, einen Zauberer mit Jump Pack, wieder Kultisten. Genau, die Night Lords sind ein Host Raptorial, also dieses Vigilus Detachment, dass sie +2 auf den Charge bekommen, damit die Warp Talents eben auch ankommen im Nahkampf. Das ist sehr praktisch. Und in der Alpha Legion habe ich die Buff-Charaktere für die Possessed dabei, also den Apostel, der -1 auf den Trefferwurf macht, noch zusätzlich. Und den Master of Possession, der ihnen eine 4 plus Rettung geben kann und einzeln im Nahkampf und so verbunden. Zusätzlich ist mein Alpha Legion eine Devastation Battery, das heißt, ich kann die Havocs 9 Zoll nach vorne bewegen und wenn ich nicht anfange, kann ich, nachdem der Gegner sich bewegt hat und nicht aufgepasst hat, kann ich erstmal schießen mit meinen Havocs. Sehr cool. Du hast ja bei uns auf der VIP-Facebook-Seite, wir haben hier für unsere Patreons. Ja. Hier auch kleine kurze Werbung, wenn ihr Table & Beyond unterstützen wollt, könnt ihr Patreon werden. Da zahlt ihr monatlichen Overlus auf Patreon und kriegt aber jede Menge Extras. Und wir haben so eine VIP-Patreon-Seite und da hast du auch so eine Road 2 gepostet, quasi, da wo du so ein paar Da erkläre ich ein bisschen, warum ich diese Armee so mache, wie ich es mache und also so dieser
dieser Weg zu meiner Armeeliste und was für Gedanken, dass ich mir im Vorfeld gemacht habe. Da kommt dann noch ein zweiter Teil, der ist schon fertig. Ich muss überhaupt noch keine Zeit gehabt, das hochzuladen. Genau. Und das halt speziell für unsere Patreons, dass die ein bisschen extra Content kriegen. Wenn auch ihr Patreon werden wollt und unterstützen wollt, schaut einfach in der Videobeschreibung in den Link, lest euch das durch, was es da alles gibt. Wenn ihr keine Lust habt, dann lasst wenigstens einen Daumen da. Das ist halt auch eine richtige, also in Anführungsstrichen, eine richtige Turnierarmee, wo ich mir durchaus viele Gedanken gemacht habe, wieso ich was mitnehme. Und zum Beispiel diese Havocs haben einen ganz gewissen Sinn in der Armee, die müssen den erfüllen. Und das hat damit zu tun, was halt aktuell gespielt wird. Mhm. Genau. Genau. Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt ist es ja so, dass wir haben mal ein Probespiel gespielt. Das ist das einzige, wo ich deine Armee gesehen habe. Ich habe meine Orks gestellt und ich habe meine Orks richtig böse Shooty aufgestellt. Das war schon so eine richtige Turnier-Ork-Shooty-Armee. Die war schon gut. Und wir haben mal gespielt, dass ich den ersten Zug kriege. Und normalerweise, wenn die Orks im ersten Zug so richtig losballern mit Looters und Big Mac mit Super Snotsogger und Ducker Jets und Kanonen und so weiter, dann machen die richtig böse Schaden. Ja. Gerade wenn man im ersten Zug seine kompletten CP raushaut. Ich bin rigoros untergegangen. Ich hatte keine Chance, ich habe im ersten... Du triffst eh schon fest auf die 6. Ich habe im ersten Zug nichts geschossen, also nichts getötet. Du konntest dich wirklich komplett in Deckung stellen und oder schocken und so weiter. Ja. Und das war ein bisschen deine Angst, ob du im ersten Zug aushalten kannst. Das hat gut funktioniert. Ich habe es nochmal gegen eine zweite Armee getestet. Ich habe meine Possessbomb vor die Tau hingestellt und der Tau hat draufgeschossen. Hallo Bernhard. Und es ist viel kaputt gegangen. Also von dem her war ich da relativ... zufrieden und sicher, dass das. Dir war es einfach wichtig, dass du den ersten Zug nicht brauchst. Genau, ich wollte eine Armee bauen, also das war eigentlich das Ding, da man ITC spielt und im ITC ist immer von großem Vorteil, wenn man die zweite Runde nimmt, vom Scoring her. Und ich wollte grundsätzlich eine Armee bauen, die nicht auf die erste Runde angewiesen ist. Also es ist immer schön, wenn man die erste Runde hat, aber ich kann mit der Armee auch sagen, und wenn ich die Entscheidung habe, ob ich die erste Runde haben will, ob ich dann tatsächlich sage, nö, fang ruhig du an. Gut, dann warst du ja auf dem Turnier. Ich würde sagen, jetzt gehen wir später gleich mal noch die Spiele natürlich durch. Das ist das, was ich am meisten interessiert wahrscheinlich. Aber ich würde jetzt erstmal gerne noch ein bisschen lockerer einsteigen. So das Ganze, wie war es dort? Hast du Leute getroffen? War jemand da von Rang und Namen oder warst du der beste Spieler? Nee, eindeutig nicht. Aber wie war es so einfach so, wenn man mal nicht nur vom Hardcore-Turnierspielen ausgeht, sondern vom Socializing? Also erstens, war Samstag, Sonntag. Wir sind Freitag schon gefahren und zwar so, dass wir Freitag, Mittag in Prag waren. Das heißt, wir sind... Das war jetzt quasi 22, 23. Ich glaube, sowas das letzte Wochenende. Und dann sind wir den ganzen Freitag durch Prag gebummelt. Das Prag Open ist ja umgezogen. Früher war es ziemlich stadtnah. Also es ist immer noch in Prag, aber das Prag war in den ist, ein riesen, genau, ist eine riesengroße Millionenstadt und... Fast wie Landshut. Genau, so ungefähr 10-mal wie Landshut. Und jetzt von dem Hotel, wo es jetzt ist, der Umzug hat natürlich damit zu tun, dass es jetzt viel größer ist, wie bei den ersten beiden Male. Brauchst tatsächlich über eine halbe Stunde, dass du mit der Bahn oder mit dem Bus bis in die Stadt fährst. Was hat das Turnier gekostet, das Ticket quasi für das Spiel? 50 Euro, okay. Irgendwie sowas. Das finde ich okay für zwei Tage. Ungefähr, weiß jetzt nicht mehr genau. Vielleicht hat er 60 Euro kostet, irgend sowas. Okay. Genau, wir sind am Freitag haben wir durch die Stadt gebummelt und Samstag, Sonntag war dann das Turnier. Wir haben im gleichen Hotel residiert, wo das Turnier war. Das war ganz gut, weil das ist ein ziemlich großes Hotel, Top Hotel Prag, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Mit dem größten Veranstaltungsraum in Prag, den es halt gibt. Also da sind ja immer so, ups. Das sind ja immer so Beauty-Zeugs. Beauty-Messen. Und irgendwie so, die haben einen japanischen Gartner und Wellness-Area. Ich habe ja gehört, dass sie ganz viele, die guten Spieler aus der vor allem Team-Turnier-Ecke, haben sie das Wellness-Paket oben drauf gekauft, um für den nächsten Tag wieder tipptopp fit zu sein. Oh, schicki. Das haben wir nicht gemacht, wir sind in der Hotelbar rumgehängt. Okay. Ja gut, wenn du schon sagst, die guten Turnierspieler, wer waren so alles da? Also, wen kennt man denn, oder? Also Prominenz war sehr viel da, es war ein Livestreaming der Spiele,
eingerichtet, das haben die von Midwinter Wargaming? Nein. Wie heißt denn das? Das war normal. Aber Englisch war das, gell? Ja, ja, Englische kennt man aber nicht Gunhammer, sondern. Ich war jetzt auf Midwinter. Jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Kennt man aber. Irgendwas habe ich nämlich gesehen gehabt auf Facebook, glaube ich. Genau. Da haben, glaube ich, teilweise auch kurzzeitig mal Target Priority war mal mit am Mikrofon und irgendwas gehört, dass sie okay. da mitfahren sind. Weiß ich aber jetzt nicht. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen. Ich dachte, was gelesen zu haben. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich habe nicht viel mitverfolgt. Ja. Ansonsten auf dem Prag Open war sehr viel. Es war nicht 340k, sondern es hat gegeben 40k Single, 40k Team Turnier. Da haben ganz viele von die guten Spieler gespielt, eben um sie besser für die ETC einzuspielen. Dann Age of Sigmar, Blood Bowl, dann diese komischen Skirmisher, wie heißen das? Shadespire, glaube ich, ist das, oder? Shadespire, Kill Team, Warcry, keine Ahnung. Ja, irgendwas davon. Oder Underworlds. Underworlds, glaube ich, gibt es irgendwas davon. Bin da tatsächlich nicht so drin. Genau, also es war relativ viel gebotener. Mhm. Dann, ja, prominenzmäßig war noch sehr viel, was man kennt von der Rangliste, ziemlich weit oben. Simon Branded, Fritz, Nikolas Berg, die ganzen Berg, Berliner der wahrscheinlich, war da, Michael Ehabe, der Fred. Der Ehabe war da, Fred war da, Nils, der hat aber tatsächlich kein 40k gespielt. Mhm. Weiß ich nicht, also sehr viel, was man kennt. Wenn man so auf Turniere unterwegs ist und also die waren alle da, mhm. durch die Bank. Genau. Und schauen Sie die fleißig Table im Büro an? Ja, ja. Ja, also ich habe sehr viel Zuspruch gekriegt und nach der hey, ich kenne dich irgendwo her, ach ja, stimmt, du bist das. Und dann, wo ist denn der andere? Ja. Ja, erstmal danke an alle, die mich gegrüßt haben oder auch die. Mich grüßen lassen haben. Ja, oder so. War nicht da. War ganz cool. Also es war viel los. Ich finde aber auch das ganze Management vom Turnier und so weiter und auch vom Platz, das war sehr völlig okay. Mhm. Also ich habe es nicht als sehr stressig empfunden. War GameMed wieder da und hat Matten gestellt? Ja, und, also und, das und Ding, Gelände? das ganze Turnier wird ja von GameMed praktisch gemanagt. Also mhm. das ist die eine Turnier. Das mhm. ist GameMed ist die Orga und stellt damit praktisch alle Tische mit allen Matten und allen Gelände. Das Gelände war aber diesmal einheitlich organisiert, also mhm. alle Tische waren gleich. Ist halt wieder jetzt ein Turnierding. Es war sehr gutes Gelände, das hat okay ausgeschaut. Es war funktionales Gelände. Also ja, nicht, Turniergelände halt ja, schon speziell. Turniergelände, aber es war tipptopp bespielbar. Mhm. Es hat jetzt auch nicht super blöd ausgeschaut, sondern okay. Und das ist halt immer das Thema, was wir oft reden. Also es war, jeder Tisch war völlig gleich bestückt mhm. und absolut symmetrisch. Okay, ja, das was ist, aber natürlich im Vorteil halt, weil gerade in den großen Turnieren ist es so, dass praktisch Tisch an Tisch ist. Mhm. Das heißt, du kannst nicht ewig hin und wenn du jetzt in der Mitte von der Tischreihe bist, kannst du nicht viermal rundherum laufen und sagen, oh, welche Seite nehme ich jetzt nicht. Und das ist halt praktisch, du kommst halt hin, wie du halt vorher vom Tisch warst und sagst, wunderbar, da stehe ich, da bleibe ich. Ja, was halt echt ein Problem an der Geschichte ist, dass es halt die Seitenwahl und das total unwichtig macht. Noch dazu, wenn die Aufstellungszonen schon vorgegeben sind, ja. dann macht es halt das Aufstellungszone und Seitenwahlen total unwichtig und nochmal extrem viel wichtiger, wer anfängt. Das ist halt so ein bisschen. Das kaschiert aber dieses ITC eben verdammt gut, weil da der erste Zug nicht immer die beste Wahl ist. Okay, ja. Gut, dann, wie war dein erstes Spiel gegen wen? Ich habe schon so viel kennen. Genau, haben wir ITC schon gesagt? Also wir haben ITC gespielt, das ist ja dieses. Ja, die Regeln würde ich jetzt nicht groß erklären. Na, also wenn das wen interessiert, lest euch die ITC-Regeln durch, da gehen wir uns nicht drauf ein, das wird zu viel. Na, aber mit den Champions Missions und vor allem die, für den es interessiert, die alte Version. Es war jetzt das FAQ, also das Update geben auf die neue Season. Wir haben die alten Regeln gespielt. Mhm. Nur, genau, dann mein erstes Spiel war gegen einen ganz netten Herrn. das war ein sehr interessantes Spiel. Das war Chaos gegen Chaos, also mein Chaos gegen sein Chaos. Er hat so eine Beschwörerarmee gehabt, so ein Beschwörungskonzept. Also
Am Anfang wenige Modelle und viele Reservemodelle mit Horrors als Screen, ein paar Prinzen dabei, viele Zauberer, viel Thousand-Suns. Und du schießt dann auf den Screen und dann da ploppen immer mehr Modelle raus, mhm, weil er eben diesen Split von die Horrors aktiviert. Mhm. Der musste leider dann, ich glaube in der dritten Runde haben wir das Spiel dann abgebrochen, oder ich glaube in der vierten Runde, weil er gesundheitlich, er ging nicht. Also er war einfach krank. Hast du schon gesagt, das war alles da, was irgendwie vergrippt war? Ja, irgendwie die Hälfte des Turniers hatte Grippe und wir waren in einem riesengroßen Saal mit Klimaanlage. Mhm. Also maximale Virenverteilung. Mhm. Ja, das bin die letzte Zeit auch immer hart angeschlagen. Ist zurzeit echt heftig. Also ich bin jetzt auch innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, 3-mal richtig hart Grippe gehabt. Es war ein bisschen so Garten des Nörgel. Mhm. bis wir aufgehört haben, zu dem Punkt relativ spannend. Dann an der Runde hat er seine Psi-Phase ein bisschen schief gelaufen, dafür hatte ich ein bisschen Glück. wir haben so ein bisschen durchgesprochen, es wäre tatsächlich noch spannend geworden. Ich war punktemäßig etwas vorne. Weiß ich nicht, wie es genau ausgegangen wäre. Das wäre eine knappe Sache geworden, denke ich. Hat der das Turnier ganz abgebrochen? Der hat dann komplett, hat er gesagt, wird nichts mehr, hört auf. Ich habe ihm dann noch Ibuprofen spendiert. Schon ärgerlich, wenn das dann so kommt. Ja, kann man nichts machen. Was soll's. War aber ein sehr guter Spieler, also auch mit ETC-Team-Kandidat, das war cool. Ja, ich habe dann, muss man fast sagen, leider, also wenn der andere aufgibt, darf ich ja praktisch das Spiel, also die restlichen Runden fertig spielen und bekomme halt immer volle Secondaries. Das heißt, ich bekomme eigentlich Max-Punkte. Mhm. Wir hatten eigentlich 25 für mich aufgeschrieben, das war mir eigentlich ganz recht. Und dann ist die Orga nochmal gekommen, hey, dein Gegner hat aufgegeben, du darfst ruhig mehr Punkte haben. Und ich hab dann so gesagt, na, das passt schon, ist schon okay. Sonst muss man nämlich gleich in der zweiten Runde gegen die voll Hardcore-Typen spielen. Ja, richtig, und so fliegt man ein bisschen so unter dem Radar. Dann hat er gesagt, ja, aber komm, besser. Dann haben wir gesagt, ja, okay, ich schreibe 36 auf, haben wir uns auf 36 geeinigt. Aber halt zu null. Genau, dann zweites Spiel war tatsächlich, also wieder gegen Chaos, war tatsächlich ein Mirror, also Possessed Bomb gegen Possessed Bomb. Okay. War ein sehr, sehr netter Gegner, war lustig und schöne Runde. Er hat angefangen, unsere Possessbomben haben sie in der ersten Runde in der Mitte getroffen. Er hat meine Possessbomben erschlagen, dafür haben meine Kornberserker seine Possessbomben erschlagen. Das ist alles in seiner ersten Runde passiert. Boah. Und die hat ewig gedauert, also danach waren unsere Nahkämpfer komplett platt. Es war ewig. Ich habe mit den Kornbiersäcken noch ein drittes Mal zugeschlagen, das war ziemlich lustig. Genau, und danach, er hat zu der Possessbomb Thousand Suns dazu gespielt mit so einer Zauberei, also Mortal Wounds Burg, und ich habe halt mehr so die Beschussarmee dazu. Im Endeffekt, ich komme an die Zauberer nicht hin. Er smitet mir tot, wenn ich zu nah hingehe. Das heißt, ich stehe außen rum, schieße halt immer auf das, was er mir zum Schießen gibt. Und ansonsten besetzt er halt die Ziele. Das heißt, punktemäßig ist dann irgendwann zu heftig geworden. Das habe ich dann relativ deutlich 33-18 ungefähr. Okay. So um den Dreh habe ich es dann tatsächlich verloren. Ja. Dann das dritte Spiel war wieder gegen Chaos. Also am ersten Tag nur Chaos. Nur Chaos, dreimal hintereinander. Das hat mich dann schon, irgendwann nervt es dann, weil du fährst ja auf ein Turnier und dann denkst du, gegen verschiedene Armeen spielen, mal gegen was spielen, was man noch nicht gesehen hat. Also ich habe gegen eine Beschwörungsarmee gespielt, das ich selber oft gespielt habe, dann auch gegen die Armee, die ich dabei gehabt habe, und dann die Armee, gegen die ich das Testspiel gespielt habe. Das war die Rollschuh des Todesarmee, also Chaos-Armee mit 2 Lord of Skulls, diese riesen fetten Viecher, ein Scorpius Whirlwind und Obliterators und ein bisschen Kleinkrams, und dagegen mache ich nichts. Also ich habe die erste Runde, ich laufe komplett nach vorn, ich komme mit den Possessed und mit den Kornbersäcken im Nahkampf an, dann haue ich ein bisschen auf einen Lord of Skulls rum, mache ein paar Lebenspunkte, der heilt sich wieder und der schlägt halt alles tot.
Also, da passiert nichts. Der ist übrigens dann Fünfter geworden. Okay. Genau, war. Genau, die ersten beiden waren auch Deutsche. Das war dann meine erste internationale Besetzung, das war in Ungarn. Okay. Ja. War trotzdem alles super nett. Ja, aber da war nicht viel zum Holen, das habe ich ziemlich deutlich verloren. Dann war der erste Tag quasi vorbei. Genau, dann sind wir wieder ins Wirtshaus gefahren. Essen, trinken und dann wieder an die Hotelbar. So Turnierabende können lang sein. und dann der zweite Tag war das erste Spiel. Genau, das zweite Tag habe ich auch sehr viel Glück gehabt. Erster Gegner, ein sehr netter Herr, wieder Deutsch. Mit Mechanicum mit Blood Angels. Okay. Mechanicum Armee mit diesen drei Ballerbooten, also diese neuen, diese Scorpius Disintegrator mit den indirekt feuernden Türmen obendrauf. Ranger dazu mit jeweils zwei Kebusen drin, also diese Sniperwaffen, sehr unangenehm für mich, weil ich ständig meine Charaktere verstecken muss und das ein bisschen nicht so stellen kann, wie ich das mag. Was war noch dabei? Ach ja, und 5 oder 6 Plasma Destroyers mit Riser, also mit der Forge World Riser, dass die beim Plasmaschießen nicht kaputt gehen. Das ist eine ziemlich solide Ballerburg. Und dazu halt Blood Angels, einen fetten Block, Sanguinary Guard, Schläger Captains, ich glaube 2 Schläger Captains, Mephiston natürlich und Scouts Zeugs. Ich glaube, ich habe angefangen. Ich habe mich ein bisschen blöd hingestellt. Mephiston ist rübergekommen, die erste Runde, dann haben meine Kornberserker wieder erschlagen. Das war cool. dann haben die Kornberserker den Charge nicht geschafft. Dann ist es ein bisschen hin und her gegangen. Meine Chain Cannon Havocs haben sie umpositioniert, 9 Zoll nach vorne, und haben dann die erstmal 3 Plasma Destroyers rausballert. In seiner Runde, das war ganz cool. Wir sind leider von der Zeit nicht ganz fertig geworden, weil wir die Uhr falsch eingestellt haben. Das war ein bisschen blöd. Wir haben nur so dahingespielt und jeder hat eine Zeit auf der Uhr gehabt und plötzlich kommt die Orga. Wie schaut es jetzt aus? Seid ihr schon fertig? Alle anderen sind schon fertig. Und wir, was? Wir haben doch noch Zeit auf der Uhr. Und dann, ja, blöd. das habe ich knapp gewonnen. Das war cool. Und dann hast du das fünfte die gleiche Armee gespielt. Genau, und dann habe ich das fünfte gespielt gegen einen Tschechen, den ich schon gekannt habe von einem, ich glaube vom ersten Prag Open. Ja. Er hat mich auch noch gekannt, das war ganz nett. Der hat das gleiche gespielt, nur ein bisschen anders. Also all diese Ballerboote mit dem Mechanikum, dafür sonst nichts im Mechanikum, dafür mehr Schläger-Captains und Zauber-Sidepods bei den Blood Angels. Das habe ich relativ deutlich gewonnen. Na, stimmt, stopp, das war ein Unentschieden. Genau, das war ein Unentschieden. Das Coole ist, mit der Alpha Legion sind Blood Angels relativ zahnlos, weil das Gute an den Blood Angels ist, dass du ja diese Nahkampfeinheiten ziemlich sicher in Nahkampf kommst, weil du ja +1 auf den Nahkampf bekommst. Und du kannst ja von Wings of Fire, also eine Einheit vom Tisch nehmen und wieder reinschocken oder deine Captains halt reinschocken. Und dann du darfst dann das Abwehrfeuer geben, oder? 3 bis 6 Zoll angreifen. Ich kann erstens natürlich für einen CP auf eine Einheit, die in 18 Zoll um einen Alpha Legion Einheit ins Spiel kommt, kann ich sofort drauf schießen. Genau, das meine ich, das Abfangen, sowas. Genau. Und was halt noch viel besser ist, wenn die Einheit halt runterkommt, kann ich sagen, schön und gut, aber du bleibst 12 Zoll von allen Alpha Legion, mehr wie 12 Zoll von allen Alpha Legion Einheiten weg. Mhm. Das heißt, es ist zwar schön, wenn du unendlich viele wie 6 weit angreifen kannst, aber wenn du weiter weg bist bis 12 Zoll, kannst du keine Chance anfangen. Ja. Damit sind die Blood Angels müssen auf mich zurennen und das mögen sie gar nicht. Dann werden sie dann zerstäubt. Also, das heißt praktisch, ich habe 2 gewonnen, 2 verloren, 1 unentschieden. Also, das ist halt ganz gut. Und somit solide Platzierung. Ja, genau, Platz 41 vor 78 Spieler. Ist okay. Man muss dazu sagen, um das ein bisschen einordnen zu können, also auf diesem Turnier gibt es keinen schlechten Spieler. Also ich glaube, selbst der Letzte geworden ist, selbst wenn er alle Spiele verloren hat, er ist bestimmt kein schlechter Spieler.
und es gibt keine schlechte Armeen. Also die Armeen sind alle brutal und das Power Level ist heftig hoch. Ja, und also man muss halt sagen, du bist ja momentan wirklich auch nicht groß eingespielt mehr. Also wir sind ja beide momentan sehr selten am Spielen. Man sieht es ja auch an den Battle Reports, die momentan kommen, dass einfach keine kommen, weil man wenig dazu kommt. Ich sage, ich bin, jetzt kämpfe ich selber schon die ganze Zeit immer wieder. Also heute, deswegen auch Entschuldigung für meine Gainer und Schnieferei. Ich bin massiv angeschlagen. Also war jetzt auch an den Wochenende, wo du im Park warst, bin ich flach gelegen. Und von dem her bist du momentan natürlich nicht voll auf Top-Turnierniveau eingespielt, muss man schon dazu sagen. Ja, ich bin nicht. Sonst wäre es vielleicht Platz 39 geworden. Vielleicht, ja. Dann hätte ich es über die 40 geschafft. Ja, Ziel wäre vielleicht die obere Hälfte gewesen. Viel ist ja nicht, tatsächlich nicht abgegangen, von dem her ganz cool. Mhm. Aber wie gesagt, also auf so einem Turnier ist, wie gesagt, also diese ist alles gut, gegen was du spielst. Also gibt nichts. Ja, klar. Aber es ist halt einfach so, dass du da halt Armeen erwischst mit Mismatches. Also das ist ja das, was wir ja schon öfters mal drüber gesprochen haben. Es gibt nicht mehr die Schweizer Taschenmesserarmee, die gegen alles gut ist. Mhm. Und da passiert es halt, dass du halt auf Armeen triffst. So wie diese Rollschuharmee, da kann ich einpacken. Das ist aussichtslos. Ja, weißt du dann grob, was so die Top 3 an Armeen und Spielern war? Auswendig nicht, aber ich kann es nachschauen. Schau mal gerne, wenn es das da hast. Es ist aber relativ unspannend. Platz 1. Fangen wir bei 3 an. Platz 3. Space Marines. Mhm. Spieler? Spieler Mario Höltke. Kenne ich nicht, okay. Keine Ahnung, sagt mir nichts. Dann ein Tscheche, Michael Kostečka, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche, mit Chaosrittern. Mhm. Tatsächlich. Das waren zwei große Ritter mit Doppelkanal, Thermalkanone und Doppelanalkanonen. Und vier von denen kleinen mit diesen Laserlock-Dinger. Mhm. Ich glaube Magnus dazu. Okay. Irgendwie. Magnus. Nein, stimmt. Stimmt nicht mit Faustenstanzzauberer dazu. Okay. Der erste, Patrick Sanfilippo, kennt überraschenderweise Adeptus Astartes, also Space Marines. Und dann geht es halt so weiter, Platz 4 Space Marines, Platz 5 Chaos Space Marines, 6 Space Marines, 7 Space Marines, 8 war der Fred, weiß nicht gar nicht, was der gespielt hat. Normalerweise meistens Spieler Orks, aber wer weiß. Ansonsten geht es halt weiter, Space Marines, dann kommt hin und wieder mal ein bisschen was anderes. Platz 11, der Jan tatsächlich mit seinen Granites, cool. Sauber. Und dann kommt ein bisschen Mischmasch und zwischendrin kommt immer Space Marines, Space Marines, Space Marines. Der Jan war auch schon mal hier im Battle Report, hat auch mit seinen Granites gespielt, gell? Ja. Das war der Battle Report, den du mit ihm gespielt hast, wo wir die ganzen Kommentare gekriegt haben. Chance vertan, voll scheiße, weil ihr habt das und das und das nicht gezeigt. Ja, vielleicht jetzt, wo die Granites wieder cool sind, vielleicht bekommen wir es wieder hin, dass man... Vielleicht hat der Jan jemand mal wieder Bock. Mit Granites mal einladen. Irgendwann. Mhm. Nicht demnächst. Irgendwann. Ja, es ist einfach bei uns zeitlich momentan ist alles wieder wie immer. Aber Granites sind sehr gut und sind auch sehr viel gespielt worden. Also hat man sehr viel gesehen. Naja, dann war das quasi so. Deine Turniererfahrung war wieder ein schönes Turnierwochenende, denke ich mal. Auf alle Fälle. Also auf jeden Fall besser als krank im Bett zu liegen. Also wenn man das mag, ist das cool. Ich mag das gern. Also man trifft viele Leute. Es ist ja immer nach die Spiele und nach jedem Tag ist immer viel Blabla mit allem und jedem. Also jeder steht ja dann am Bierstand irgendwie rum. Da trifft man viel und redet man viel. Das ist cool. Mhm. Gut. Und man muss auch sagen, alle Armeen, die man dort sieht oder trifft, sind mindestens gut bemalt. Okay, und das ist so ein Vorteil, gell, dass die Turnierspieler ihre Armeen nicht. Es gibt tatsächlich inzwischen die ganzen Turnierspieler, die auch ihre Turniere und länger spielen, haben oft ziemlich geile Armeen inzwischen. Also, ich wollte gerade sagen, gerade in der Teamturnier-Ecke, also da wo eigentlich alle super guten Spieler spielen, schauen die Armeen fantastisch aus. Also das ist tatsächlich. Die Bank. Das kann man so nicht mehr sagen. Es ist heutzutage, dass selbst der Großteil der ganzen Powergamer und krassen Turnierspielern haben schön bemalte Armeen. Also die geben sich da richtig Mühe, da ist schon viel drin. Also kann man gar nicht, glaubt man gar nicht. Ja. Ich habe wieder ansonsten kurz vor dem Turnier wieder schnell bei Armee fertig gemacht. Genau, du hast nur kurz davor über beim Taschengeld-Tipp bestellt. Ja, und habe zwei Tage davor alle Modelle
geklebt und gemalt und nochmal am Abend davor bis um 1 in der Früh nochmal schnell 60 Kultisten umgebeißt und lauter so coole Sachen. Naja, gut. Fällt da sonst noch was ein? Magst du irgendwas sagen? Willst du noch wen grüßen oder irgendwas? War der Ray jetzt auch da? Ja, logisch war der Ray. Hast du ihm aber schon schöne Grüße gesagt? Ja. Ray, ich habe ihm extra gesagt, er soll dich von mir drücken. Das weiß ich nicht mehr, aber das, ja, aber das ist alles untergegangen am Freitagabend an der Hotelbar. Da ist ziemlich früh hängen geblieben. Na gut, na dann war es cool, dass du ein schönes Turnier hattest. Dass wir mal wieder turniermäßig ein bisschen was erzählen konnten. Mal ein bisschen Power. Wir momentan spezialisieren wir uns ja eher aufs Anfänger-Warhammer. Ja. Gut. Dann gehe ich mal mit den Worten raus. Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, damit der Kanal so ist, wie er ist und noch besser werden kann und überhaupt so weiter bestehen kann, könnt ihr uns gerne auch auf Patreon unterstützen mit einem monatlichen kleinen Support. Dafür gibt es natürlich auch jede Menge Extras, wie zum Beispiel meine Turnierarmee-Liste. Die Turnierarmee-Liste. Es gibt Verlosungen, nicht fest monatlich, aber momentan mache ich wirklich monatlich Verlosungen, wo die Leute coole Sachen gewinnen können, wie zum Beispiel, das haben wir ja gesagt, erstmal nicht. Diesen Monat gibt es das zu gewinnen, so ein kleiner Blood Angel Space Marine, weil du kriegst den nicht. Dann habe ich hier so ein Warhammer Anfänger-Set zu verlosen. Dann gibt es von mir dieses Mal, wer vielleicht einen will, jeder von meiner großen Patreons kriegt einen Tabman. Ich habe meinen eigenen Tabman inzwischen. Geil. Geil, oder? Guckst du da? Ja. Und dann gibt es immer die Megaboss-Patreons, die kriegen nämlich jeden Monat eine von mir, ein Warhammer-Goodie. Und dieses Mal ist es so ein Tabman. Und jeder, der so ein Tabman mitkriegt, der darf bei einem extra Patreon-Bemalwettbewerb bei uns mitmachen. Im letzten Monat, der Bemalwettbewerb, da hat jeder von mir so einen selbst entworfenen Steampunk-Zwerg bekommen. Dann gibt es einen Bemalwettbewerb und wer den gewinnt, kriegt dann noch einen kleinen Pokal. Das kann dann zum Beispiel so ein goldener Ork-Kopf sein oder sowas. Also das sind halt so kleine Patreon-Goodies, dass wir euch ein bisschen was bieten für das, dass ihr uns vielleicht finanziell ein bisschen unterstützt. Genau, dazu habe ich ja einen großen Post auf Facebook auch geschrieben. Und deswegen, wie immer, vielen lieben Dank an all meine Patreons und zwar an meine Tab-Megabosse. Andreas, Daniel, Dominik, Patrick, Thorsten, Walter, Stefan, Rudolf und an meine Tab-Bosse, die darfst du vorlesen, aber nur die Vornamen, Also die hier. Okay, Aspartam, Jonas, Karl-Heinz, Marco, Markus, Marco, Johannes. Genau. Und dann natürlich auch vielen lieben Dank an meine Tab-Boys, die seht ihr im Abspann und auch an meine Tab-Krotze. Die Liste ist natürlich wieder nach aktuellem Datum aktuell. Ah ja, genau, ich habe noch vielen lieben Dank an den Theo, der ist neu dazugekommen heute. Der steht noch nicht auf meiner Liste. Ist immer schwierig, wenn da jemand neu ist, dass man den auch die Liste aktualisiert. Gut, Thomas, vielen lieben Dank, dass du hier warst im Tab-Studio, im Untergrund, in der Grippe-Area. Oh, geil. Ja, geil. Ja, deswegen. Und danke für dein Turnierbericht, Turnierreport und auch danke an euch. Gerne Video liken, teilen, Abo da lassen, Daumen hoch, uns auf Patreon unterstützen oder über unsere Affiliate-Links beim Taschenkreativ und bei PK Pro einkaufen. Und somit sind wir raus und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.